Wir haben einen 6-jährigen Jungen und die Mama schreibt: Mein Sohn will sich nicht alleine an- und umziehen, obwohl er es kann. Wie kann ich ihn im Sinne der gewaltfreien Kommunikation darin unterstützen, in die Freiwilligkeit zu kommen? In erster Linie würde ich dich dazu einladen, warum ist es für dich so wichtig, dass er das alleine macht? Du sagst, weil er es kann. Möchtest du, dass er selbstständig ist und dass er auch lernt, das alleine zu machen? Also gelernt hat das, du sagst, er kann das. Nur er möchte dir ja mit seinem Verhalten etwas zeigen, was er braucht. Und das ist gerade vielleicht eher weniger das Bedürfnis nach Autonomie in diesem Fall. Und dass dir wichtig ist, dass dein Kind selbstständig ist, das ist ja eher das Bedürfnis des Kindes, die Autonomie. Was ist denn dein Bedürfnis dahinter? Dein Bedürfnis könnte vielleicht sein, die Leichtigkeit, also dass er dadurch, dass er sich alleine anzieht, das irgendwie mehr läuft oder eine Form von Unterstützung oder eben diese Kooperation, das Mitmachen. Und dafür ist es wichtig, dass du dich fragst, was möchte mir mein Kind damit sagen, dass mein 6-jähriger Sohn Nein zum An- und Umziehen sagt, alleine? Was könnte dahinter stecken? Vielleicht braucht er ein wenig Nähe, auch eine Form von Bindung vielleicht. Vielleicht braucht er Unterstützung, obwohl er es alleine kann. Und ich finde es so wertvoll, wenn wir von diesem Glaubenssatz weggehen, mein Kind kann das jetzt und deswegen muss mein Kind das jetzt auch alleine machen. Das ist eben dann ja nicht freiwillig, sondern ich unterstütze mein Kind so gerne in den Dingen, wo es noch Unterstützung und Hilfe braucht, bis es so weit ist, zu sagen, okay, und jetzt mache ich es wirklich alleine. Und das geht dann oft viel schneller, als wir denken, wenn wir diesen Glaubenssatz wegnehmen, wenn ein Kind etwas alleine kann, muss es das auch alleine machen. Ich lasse mir ja persönlich von meiner Mutter heute noch gerne, wenn sie dann mal da ist, weil ich erkältet bin oder so und sie mir die Füße massiert, liebe ich es, wenn meine Mutter mir die Socken anzieht. Das hat für mich was mit Nähe. Und das ist genauso auch im Kindergarten, das ist ja zum Beispiel ein Übergang und An- und Umziehen hat auch immer was mit Übergang zu tun. Und vielleicht braucht dein Kind bei diesen Übergängen einfach noch ein wenig mehr Nähe, Unterstützung, das zu schaffen. Und frag dich, was du brauchst, damit du bereit bist, deinem Kind diese Bedürfnisse gerne zu erfüllen. Und dein Kind wird dann von ganz alleine relativ schnell in seine Selbstständigkeit kommen und dadurch hast du eine Leichtigkeit, eine Unterstützung. Und beim Thema Leichtigkeit ist ja auch so ein bisschen dieses, guck mal, wie du das Ganze mit Leichtigkeit sehen kannst. Also wenn du nämlich bereit bist, dein Kind zu unterstützen, geht das Ganze viel schneller, als wenn du genervt bist, dass dein Kind das nicht alleine macht, obwohl es das kann. Und dann ist eine Erwartung da und dein Kind wird dieser nicht gerecht und dein Kind bekommt auch nicht, was es will und schon haben wir so ein Durcheinander. Also, was brauchst du für deine Leichtigkeit und was brauchst du, um bereit zu sein, dein Kind zu unterstützen? Und dann kommt das Miteinander und die Kooperation fast wie von ganz alleine, würde ich sagen. Simsalabim!